Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum den Altmedien in der Berichterstattung mit dem Reichstagssturm ein Coup gelingen konnte und was man in Zukunft anders machen kann, wie man es verhindern kann. Zunächst dachte ich, die Demo wäre ein voller Erfolg. In Wahrheit ist es aber so, dass zwar viele Leute aufgeweckt worden sind und erkannt haben, wie die Altmedien in Wahrheit sind, aber das sind vor allem die Leute, die bei der Demo waren. Es ist aber so, dass ganz viele Leute, die bis jetzt schon skeptisch waren, es den Altmedien gelungen ist, mit der Berichterstattung jetzt über die Demo die Leute noch weiter von den Demonstranten zu entfernen. Ich habe zufällig ein Video von Heiko Schrang gesehen und da brachte er ein sehr gutes Beispiel, wie die Täuschung funktioniert. Ein sehr plastisches Beispiel mit einer Turnhalle, mit einer dunklen Turnhalle. In dieser Turnhalle befinden sich die ganzen Demonstranten. Das sind natürlich unterschiedliche Leute. Da findet man alles. Und die Altmedien probieren jetzt aber nicht, ein Bild über die gesamte Turnhalle zu zeichnen und probieren dann einen Mittelwert zu finden, der passt, der die Situation passend umschreibt, wobei es natürlich nie ganz gelingt, die Realität vollkommen abzubilden, weil die Realität viel zu komplex und viel zu facettenreich ist. Diese Komplexität und dieses Facettenreichtum nutzen die Altmedien aus, um das zu transportieren, was sie transportieren wollen. Das heißt, im übertragenen Sinne richten sie ihren Scheinwerfer in der komplexen Welt genau auf das, was sie den Leuten vermitteln wollen oder probieren dann Verknüpfungen zu schaffen, indem sie unterschiedliche Bilder zeigen und die Leute machen sich dann falsche Schlussfolgerungen, die nicht zutreffend sind, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Es ist aber im Normalfall so, dass die Medien nicht lügen, sondern dass sie etwas brauchen, was sie abbilden können. Und das war in diesem Fall dieser Reichstagssturm. Und ich denke, man kann fest davon ausgehen, dass das der Plan war oder dass ein Teil des Plans der Altmedien das gewesen ist. Es wurde von verschiedenen Seiten berichtet, ich war ja leider nicht bei der Demo, dass überall Reichsflaggen verbreitet wurden. Und jetzt überlegen wir mal, was ist das Deutsche Reich, was ist das für ein Symbol? Ich finde persönlich, das Deutsche Reich steht für Nationalismus, Militarismus, schlechte Diplomatie, für Kaltherzigkeit und auch irgendwo für Dummheit, für intellektuelles Versagen. Das Deutsche Reich hatte kein erfolgreiches Ende, sondern es hat Deutschland eigentlich in den Untergang geführt. Erst ist der Erste Weltkrieg daraus hervorgegangen, den Deutschland verloren hat. Man hat sich ja vorher unnötig politisch isoliert und man hat es im Krieg dann auch nicht geschafft, als eine ganze Generation niedergemacht wurde, einen Waffenstillstand auszuhandeln, dieses sinnlose Treiben zu beenden, dass eine ganze Generation gestorben ist, kann man sagen. Es war ja die Hölle auf Erden. Ich war zufällig in Verdun und es ist auch heute noch so, natürlich sind große Teile sind immer noch voll mit Granaten, Minen, da kann man überhaupt nicht hin. Und die ganze Landschaft ist hügelig. Es wurden alle Dörfer in der Umgebung dem Erdboden gleich gemacht und da sind Millionen Menschen gestorben wegen nichts, wegen überhaupt nichts. Und natürlich kann man sagen, ja, die anderen waren auch schuld. Deutschland, es ist immer falsch, Deutschland zu beschuldigen. Aber Deutschland hat auch nichts dazu beigetragen, dass das verhindert wurde. Sondern man kann sagen, auf dümmlichste Weise in diesen Krieg gezogen, wo man sich eigentlich schon ausmalen konnte. Es sind alle hochgerüstet mit diesen Waffen. Natürlich kann man töricht sein und glauben, man ist jetzt viel besser als die anderen und einem selber gelingt der große Sieg. Das kann man vielleicht einfachen Leuten, da kann man noch zugestehen, die kannten sowas nicht, die können sich das nicht besser denken. Aber es ist ja so, dass die ganzen sogenannten Eliten damals, der Adel, vor diesen Leuten hätte man einfordern können, dass sie ein bisschen weitsichtiger sind und dass sie diese Entwicklungen sehen und dass sie das einfach nicht zulassen. Aber diese Intelligenz hat gefehlt bei den Leuten damals. Vor allen Dingen hat es gefehlt bei Kaiser Wilhelm, aber von diesen ganzen Leuten. Das heißt, man kann sagen, diese Leute waren Versager. Das ganze Reich hat versagt. Das Deutsche Reich war ein Versagermodell. Es steht nicht für Stabilität, es steht für den Untergang, für Trauer, für Verlust, für Unsicherheit. Die Deutschen wollen das Deutsche Reich nicht und sie wollen es meiner Meinung nach auch zu Recht nicht. Es wurde ja auch im Deutschen Reich die Demokratiebewegung von 48, 49 niedergeschlagen. Das Deutsche Reich steht für, wie gesagt, für Nationalismus, für Kaltherzigkeit, für Engstirnigkeit, natürlich für wirtschaftlichen Aufstieg. Aber das war's dann auch. Das ist zu wenig. Das ist gerade keine Perspektive. Wenn das Ganze dann in einem Krieg mündet, mit Millionen Toten,
Es ist einfach ein Wahnsinn gewesen. Das Deutsche Reich hat versagt, kann man sagen. Und jetzt laufen Leute rum mit diesen Flaggen. Und es ist vollkommen klar, die Deutschen wollen diese Leute, wollen diese Flaggen vor dem Reichstag nicht sehen. Das schafft einfach ein beängstigendes Gefühl. Das ist auch, man kann ja auch sagen, dass der Erste Weltkrieg hat die Voraussetzungen für den Zweiten Weltkrieg geschaffen. Auch diese Kaltherzigkeit, dieses Unbarmherzige, das hat meiner Meinung nach auch auf Hitler und diese ganzen Leute, das hat den Boden bereitet dafür, dass solche Leute, dieser Geist, dieser unbarmherzige Geist, hat Leuten wie Hitler den Weg bereitet auch. Das ist auch eine Ursache. Und das kam auch im Deutschen Reich auf, so ein bisschen. Wie auch in den Kolonien mit den Leuten umgegangen wurde. Wir sind ja die Herrenmenschen. Das war schon in China so. Da haben sich die Deutschen auch so als die Herrenmenschen gesehen. Und die China, das sind so die, ja, das sind halt so die nicht so tollen Leute. Und jetzt werden diese Flaggen geschwenkt. Und auch vor dem Reichstag geschwenkt. Und das wollen die Leute nicht sehen. Und jetzt haben die Medien es geschafft, diese Verknüpfung zu schaffen. Dass die Leute denken, die Corona-Demonstranten, das sind jetzt alles Befürworter fürs Deutsche Reich oder sowas. Und dem Ganzen wird noch Nährboden dadurch geliefert, dass in den Reden auch von Michael Ballweg es irgendwie so kam, man wolle jetzt das Grundgesetz erneuern. Das ist natürlich gar nicht so gemeint. Aber der Bürger hat dann auch so das Gefühl, es wird jetzt hier rumexperimentiert. An einem soliden Modell eigentlich. Und es ist auch ein solides, gutes Modell. Das Grundgesetz und auch das Infektionsschutzgesetz sind nicht das Problem, sondern das Problem sind die Altmedien oder die Leute, die die Altmedien gekapert haben, die normalen Leute aus den Medien rausgedrängt haben. Das Problem ist, dass die falschen Leute über Jahrzehnte lang langsam Fuß gefasst haben und dann eine kritische Masse überschritten haben und alle vernünftigen Leute rausgeworfen wurden. Verdrängt wurden, wie, ich habe es ja schon oft erwähnt, Peter Hane, Wolfgang Herles, aber es gibt ganz viele Leute, wo das so gelaufen ist. Natürlich stehen da wahrscheinlich auch Investoren dahinter, mit, jetzt kann man wieder spekulieren, mit Bill Gates und Bertelsmann und wer da das Sagen hat und wie die das gemacht haben. Aber Fakt ist auch, dass es ganz viele Leute braucht, um diese Altmedien, die das auch freiwillig und gerne machen. Das Problem ist eine Masse in der Bevölkerung und die war in den Altmedien schon vorher vorhanden. Es ist nicht so, dass jetzt ein paar Leute die Fäden ziehen und alle dann so springen, sondern das ist ein Wille in der Bevölkerung da. Das heißt, wenn man jetzt von das Problem beschreibt, Bill Gates oder eine NWO, das verharmlost das Problem. Das Problem ist in Wahrheit viel schlimmer, weil es um viel mehr Leute geht. Sondern wir haben hier wahrscheinlich 20% der Bevölkerung, die einfach bösartig sind und mit denen wir ein Problem haben, die wir in den Griff kriegen müssen. Und die sich auch in den Altmedien ausgebreitet haben. Die eben aggressiv sind. Das ist eben nicht nur Bill Gates, sondern es sind eben ganz viele Leute. Das sieht man ja auch hier. Ich lasse ja extra immer diese ganzen Kommentare stehen von diesen Leuten, die anderswo wahrscheinlich gelöscht werden. Einfach, dass hier die Leute sehen, wie diese Leute sind, wie bösartig, wie frech die sind. Und wie kaltherzig auch. Schreiben dann irgendeinen täuscherischen Kommentar, machen dann einen Grinsesmiley dahinter und denken, sie sind jetzt die Schlauesten. Und man merkt schon, wie sie die Macht spüren, wie sie sich stark fühlen. Und jetzt schaffen wir es, diese Leute mit Hilfe der Altmedien, die anderen Leute zu manipulieren. Natürlich lassen sich viele Leute gerne manipulieren. Aber viele Leute werden auch getäuscht. Es war ja auch so, am Anfang wurde auch ich auch mit den Corona, weil es eben alle auf einmal gemacht haben, wurde ich auch getäuscht. Jedenfalls eine Zeit lang. Und ich habe es dann eben, irgendwann habe ich es dann natürlich auch verstanden. Fakt ist, das Problem ist, dass wir im Moment eine Minderheit sind. Dass 90% der Leute oder was weiß ich nicht wie viele hinter diesen ganzen Maßnahmen stehen und wir nur eine Minderheit sind. Dahinter steht natürlich auch, dass viele Leute durch das Homeoffice auf eine gewisse Weise korrumpiert sind, weil das Homeoffice ist eine wahnsinnige Erleichterung. Man muss jetzt aber natürlich diesen Leuten ins Gewissen reden. Es ist natürlich schön, dass ihr jetzt euer Homeoffice habt und ihr müsst jetzt nicht mehr morgens im Stau stehen und es ist alles schöner, sondern dass unberechtigterweise deswegen Leute zugrunde gehen, dass Existenzen zugrunde gehen und dass das nicht in Ordnung ist. Dass sozusagen ihr die Egoisten seid, wenn ihr es einfach zulasst, dass diesen Leuten sozusagen ein Berufsverbot erteilt wird. Dass ihr für Leid verantwortlich seid, auch für Leid in der dritten Welt. Und das tut man so, das hat Querdenken meiner Meinung nach super gemacht, dass man unbedingt friedlich ist. Demonstrieren heißt ja übersetzt vom Lateinischen etwas zeigen. Vor allem, wenn man in der Minderheit ist, wenn man nicht die Mehrheit ist, dann sollte es darum gehen, dass viele Leute probieren, eine Botschaft zu senden und zeigen, wir sind anderer Meinung.
Wir haben eine andere Meinung und deswegen sind wir bereit gewesen, jetzt nach Berlin zu fahren, um darauf aufmerksam zu machen, um euch zum Nachdenken zu bringen, dass wir eine andere Meinung haben, dass wir etwas anderes sehen. Natürlich kann man jetzt Forderungen stellen, die Regierung soll zurücktreten, aber selbst das ist vermessen in Anbetracht, dass ja im Moment die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, das darf man nicht vergessen. Und diese ganzen manipulierten Leute, die werden ja so eingestellt, dass sie denken, dass die Demonstranten verrückte Leute sind. Eben, dass es alles Reichsbürger sind, Esoteriker, Leute, die nicht ganz bei Verstand sind. Das kann man nicht nachvollziehen, aber das Bild wird gezeichnet, die Demonstranten werden so gezeichnet, dass man sich möglichst nicht mit ihnen auseinandersetzt. Dass man sie für als verrückt erklärt. Das heißt, auf diese Leute, die jetzt manipuliert sind von den Medien, auf die muss man ganz ruhig zugehen. Da muss man Ruhe zeigen, Stärke zeigen. Nicht wild schimpfen, sondern mit Argumenten eben zeigen, mit Fakten kommen. Dann eben Bilder sprechen lassen, wir sind viele. Und wir sind bereit, uns ist das ein Anliegen und wir wollen euch zum Nachdenken bringen. Und wenn wir jetzt bereit sind, nach Berlin zu fahren, wenn wir die Bereitschaft zeigen, dieses Opfer auf uns zu nehmen, dann könnt ihr vielleicht auch das Opfer auf euch nehmen, mal kurz darüber nachzudenken, über unsere Argumente und euch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Dafür sind wir nach Berlin gefahren, dass ihr über unsere Argumente nachdenkt. Dieses Zeichen sollte man setzen. Ein Problem ist, dass diese Demonstration wahrscheinlich bewusst unterlaufen wurde. Es ist ja klar, am Reichstag sehr wahrscheinlich, das war ein abgekartetes Spiel. Es wurden Reichsflaggen ausgegeben überall. Wer gibt die eigentlich aus? Und es ist ja zufällig so, dass eine Frau irgendeinen Mist erzählt, also dreist lügt, Trump wäre in Berlin, das ist natürlich gelogen. Und diese Frau weiß ganz genau, sie lügt, das ist ja vollkommen klar, weil sie hat das natürlich erfunden. Das heißt, das Ziel der Frau war es, mit Hilfe von Lügen, mit schreierischem Rumgepläre, die Leute dazu bringen, jetzt zum Reichstag zu gehen. Und zufällig waren in dem Moment am Reichstag keine Polizisten und das waren nur die Gitterlose eingehängt, konnte man ganz leicht die Absperrung, diese Gitter aushängen und dann dahin laufen. Es war kein Polizist da gewesen. Das heißt, man kann fest davon ausgehen, dass da natürlich ein Plan dahinter war. Man wollte diese Bilder haben. Dass man eben dann dass man die ganze Aufmerksamkeit der Demo darauf lenken kann. Dass man eben dann in der Turnhalle dieses Bild zur Verfügung bekommt, worauf man den Scheinwerfer lenken kann und man dann sagen kann, guckt her, das ist die Demo. Das ist sozusagen der Scheinwerfer, die Turnhalle, eine riesige Turnhalle, wie Heiko Schrang es erzählt hat. Die bleibt dunkel, das ist die ganze Demo und dann richten wir unseren Scheinwerfer hinten auf diesen Reichstagssturm und dann machen wir es ganz groß und reden nur davon. Dann machen es die Medien natürlich so, dann schieben sie so nach, ja, es waren nicht alle am Reichstag und es waren auch die Demonstranten, aber das machen sie so ein bisschen so alibihaft, dass sie im Nachhinein sagen können, ja, wir haben ja ausgewogen berichtet, wir haben ja nicht gesagt, dass es ein Sturm auf dem Reichstag war. Erst reden sie von Sturm, dann distanzieren sie sich davon. Aber die ganze Zeit spielen sie dieses Thema mit dem Reichstag. So, dass eigentlich die ganzen Leute denken, die ganze Demo war hier am Reichstag. Und das ist alles, was wichtig war bei der Demo. Dass Kennedy Jr. gesprochen hat, das kam überhaupt nicht vor. Wie hätte man das jetzt verhindern können? Man hätte verhindern müssen, dass diese Leute mit den Flaggen rumlaufen. Weil wenn man sich das näher betrachtet, ist es extrem unanständig. Man missbraucht die Demonstranten auf zweierlei Weise. Zum einen nutzt man aus, dass sie da sind, um Werbung zu machen. Das heißt, man möchte jetzt für das Deutsche Reich werben, weil man das so toll findet. Und dann belästigt man die ganzen anderen Leute, die jetzt eigentlich zum Demonstrieren wegen Corona gekommen sind, belästigt man mit diesen Reichsfahnen und macht Werbung. Und das Zweite, das Schlimmere ist, dass man diese Leute auch noch vereinnahmt dafür. Dass man dann sozusagen vor der Allgemeinheit durch das Hochheben der Fahne suggeriert, das bin nicht nur ich, sondern eigentlich die Leute um mich herum finden das dann auch toll mit der Fahne. So dass dann der Eindruck entsteht, die ganzen Demonstranten fänden das auch toll mit dem Deutschen Reich, was überhaupt nicht der Fall war, sondern die Leute sind gekommen, um gegen die Maßnahmen zu demonstrieren. Aus dem Grund sind sie aus ganz Deutschland angefahren und nicht wegen dem Deutschen Reich. Wenn jetzt irgendwie Leute rumlaufen mit dieser Fahne oder auch wegen was anderem, dann vereinnahmen sie die ganzen Demonstranten im Auge der Öffentlichkeit. Und das darf man in Zukunft nicht mehr tolerieren. Man darf nicht, an den falschen Enden darf man nicht tolerant sein, sondern hier muss man absolut sagen, ja, wir haben hier eine Demo gegen die Maßnahmen. Und diese Flaggen, die haben ja nichts verloren und man das den Leuten klar macht, diese Flaggen hochheben, dann kann man eben im Nachhinein auch sagen, ja, was erzählt ihr hier von Reichsbürgern? Wir haben hier explizit keine Reichsbürger auf unserer Demo. Und dann klappt das Ganze mit dem Reichstagssturm nicht, dann klappt das Ganze zusammen. Es haben jetzt ein paar Leute gesagt, es ist ja egal, wenn jetzt der Reichstag nicht gewesen wäre, wäre irgendwas anderes gewesen. Das ist überhaupt nicht egal, weil dieses
dieser Reichstag, das war ein Ergebnis, das man einigermaßen plausibel für die Öffentlichkeit hochpushen konnte. Beim 1. August war es aber so gewesen, da gab es die Diskussion mit Teilnehmerzahl. Da waren die Altmedien noch nicht vorbereitet, da hatten sie die Demo unterschätzt und da hatten sie noch keinen Plan im Petto, wie jetzt hier mit dem Reichstag, sondern da haben sie eben, da ging es nachher um die Teilnehmerzahl. Das war für die Altmedien sehr viel unangenehmer und es hat sehr viel mehr Leute aufgeweckt. Jetzt haben die Altmedien einen Propagandaerfolg verbucht bei vielen Menschen, indem sie sie von den Demonstranten distanziert haben mit diesem Reichstagsgeschehen. Man sieht an diesem Beispiel auch, wie diszipliniert die AfD in den letzten Jahren war. Die Altmedien und die Altparteien wollten von Anbeginn an die AfD vernichten, mit allen Mitteln. Die AfDler werden aus Berufen rausgedrängt, sie werden überhaupt bedrängt, niemand berichtet darüber. Sie werden schlecht gemacht, wenn Gewalt gegen sie ausgeübt wird von der Antifa. Es wird nicht darüber berichtet, es wird insgeheim forciert. In Mannheim konnte die AfD keine öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen abhalten, kein Thema in der Öffentlichkeit. Und sie probieren natürlich auch jeden kleinen Fehler ganz groß hervorzuheben. Also alles, was die AfD noch falsch macht, wird ganz groß gemacht, dann wird gesagt, das ist die AfD. Es ist wieder das gleiche mit der Turnhalle. Du hast die AfD, das sind alle Mitglieder. Und du hast dann ein paar Leute, die erzählen irgendeinen Mist. Oder auch nur eine Rede, wird dann verfälscht und dann wird der Scheinwerfer auf einen Teil der Rede gehalten. Dann wird gesagt, ja, die AfD ist rechtsextrem, seht her, das ist unmöglich. Und der ganze Rest wird ausgeblendet, was die AfD eigentlich ist. Aber dann wird natürlich dann nicht probiert, ein differenziertes Bild zu zeigen, sondern es wird dann das rausgepickt, was eben hilft dabei, die AfD unmöglich zu machen in der Öffentlichkeit. Und hier sieht man auch, dass die Altmedien erfolgreich ausgetrocknet wurden eigentlich. Dass sie immer wieder zurückgreifen mussten auf Vogelschiss von Gauland. Wo aber auch klar ist, er schon tausendmal wiederholt hat, auch die Staatsanwaltschaft festgestellt hat in der Rede, ist eindeutig zu erkennen, das war ein rein zeitlicher Bezug. Und das war auf keinen Fall so gemeint, dass dadurch was verniedlicht werden soll, dass der Nationalsozialismus verniedlicht werden soll, sondern dass es ein rein zeitlicher Bezug ist. Und Gauland hat sich auch dafür entschuldigt. Und das bringen sie immer wieder, weil sie nichts anderes haben. Oder jetzt mit Kalbitz, das jetzt leider Meuthen gepusht hat. Aber im Grunde haben sie gar nichts. Oder Landolf Ladig. Das ist das Einzige, was sie haben. Und das probieren sie immer wieder zu pushen. Das zeigt, wie diszipliniert die AfD war und ist. Und so trocknet man die Medien aus, wenn man einfach wirklich gar nichts liefert. Es fördert in einem auch das Beste zutage, indem man halt einfach sich vollkommen korrekt verhält und man kann es minimieren. Und dann wird es immer schwieriger und dann machen sich die Medien immer unglaubwürdiger, wenn sie dann trotzdem probieren, ein Framing zu erstellen. Sie müssen dann immer weiter zurückweichen. Ich bin der Meinung, dass man das nächste Mal unbedingt wieder in Berlin demonstrieren sollte, und zwar mit Masken. Das würde nicht Schwäche zeigen, sondern besondere Stärke. Dass man bereit ist, das, wogegen man demonstriert, gegen die Masken, dass man sogar bereit das ist zu tragen, um die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen auf sein Anliegen. Das ist besonders stark und das, denke ich, das würde von den, die ganzen Leute zum Nachdenken bringen. Und auch wenn es dann viel weniger Leute sind, wenn du ein großes Bild hast mit ganz vielen Leuten mit Masken, die gegen die Masken demonstrieren, die sagen, wir sind in der Minderheit, wir tolerieren die Regeln, wie ihr sie haben wollt, ihr seid die Mehrheit, ihr wollt das so, aber wir zeigen, wir sind dagegen. Und dazu tragen wir sogar das, was wir überhaupt nicht wollen, zu tragen, die Maske. Sogar dazu sind wir bereit, um euch aufzurütteln. Man sollte auch nicht zurückweichen aus Berlin, man sollte sich in keine anderen Städte verdrängen lassen. Es wird dann so sein, in Konstanz und in allen anderen Städten wird dann auch die Maskenpflicht kommen und man wird immer weiter zurückgedrängt. Man sollte sich aus Berlin nicht verdrängen lassen, man sollte immer wieder nach Berlin gehen. Und dann, denke ich, werden der Senat verzweifeln auf Dauer. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wenn einmal jemand von den Altmedien weg ist, ist er für immer weg. Und die einzige Möglichkeit, den Altmedien die Basis zu entziehen, ist eben die Leute zum Nachdenken zu bringen, eben auch durch so Demos. Und wenn die Altmedien keine Macht haben, dann hat auch Bill Gates oder sonst jemand oder was da immer im Hintergrund läuft, wer da noch irgendwas finanziert oder irgendwelche Interessen hat, die haben dann keine Chance mehr, je schwächer die Altmedien sind. Und je stärker die Altmedien sind, desto leichter haben sie es und desto mächtiger sind sie. Es gibt ja den Begriff der Mediokratie oder Mediakratie. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Begriff, der bis jetzt unterschätzt wird. Dass wir eben im Moment eine Medienherrschaft haben. Weil die Medien darüber bestimmen, was die Leute denken und gut finden und dann, wen sie wählen. Dadurch werden die Politiker zu Handpuppen der Altmedien. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.